Digitale Disruption. Das ist das, was die Zukunft bringt. Maschinen übernehmen. 3D-Drucker sind heute schon in der Lage, ganze Häuser zu bauen. Und es hört damit nicht auf. Demnächst setzen sie an, Organe zu drucken. Bioprinting nennt sich das. Und das wird gut. Da kommen sie voll besoffen vom Oktoberfest nach Hause, Riesenkater, schmeißen den Drucker an, Stammzellen rein, drucken sich eine neue Leber auf, Klappe auf, Ding rein und der Kater verwandelt sich nicht in Tiger, sondern in ein Kätzchen. Das nächste Thema, was kommt? Künstliche Intelligenz. Und da frage ich mich, hello, ist die Menschheit überhaupt schon bereit für künstliche Intelligenz, wo natürliche Intelligenz noch dermaßen in den Kinderschuhen steckt? Und seien wir ehrlich, es ist ja auch schiefgegangen. Frühe Versuche, Bioprinting mit künstlicher Intelligenz und einem Toupet zu kombinieren, scheiterten. Der Prototyp floh aus dem Labor und ist heute Präsident der Vereinigten Staaten. Und ich meine, da ist ja auch nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Trump hatte 2 Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton. Ich frage mich, wie würden wohl die USA regieren, wenn in einem anderen Staat ein psychisch auffälliger Autokrat mit ausländerfeindlichen Ansichten an die Macht kommt, der Zugriff hat auf Massenvernichtungswaffen? Amerika würde diesem Land helfen. Helfen, die Demokratie wiederzufinden. Hat nicht auch uns einst Amerika geholfen, als wir von einem psychisch auffälligen Autokrat mit ausländerfeindlichen Ansichten und schlechter Frisur regiert wurden? Ja, da kam Amerika und hat uns befreit. Und mal ganz ehrlich, ich finde, wir schulden Amerika auch noch einen Gefallen. Und ich freue mich sehr, dass München mein Kriegstreiben an dieser Stelle unterstützt. Dankeschön. Ja. Aber hat es nicht Trump selber schon gesagt zu Angela Merkel, auch ohne Handschütteln, Deutschland soll aufrüsten. Man will doch auch wissen, wofür. Und ich meine, es waren ja nicht nur wir. Amerika hat ja ganz vielen Ländern geholfen gegen schlechte Regierungen. Ich möchte mal nur einige wenige erwähnen. Vietnam, Korea, Iran, Irak im ersten Irakkrieg namens Operation Enduring Freedom, Irak im zweiten Irakkrieg namens Operation Desert Storm in einer Koalition der Willigen, Somalia, Libyen, Syrien, Bolivien, Chile, Nicaragua, Panama, Honduras, nochmal Nicaragua, nochmal Honduras, nochmal Panama. Die hatten wirklich sehr viele schlechte Regierungen, da musste ständig geholfen werden. Und wir tun uns zusammen in einer Koalition der Billigen, was auch ein Stück weit unsere Bewaffnung reflektiert. Also Korea zum Beispiel liefert als Nahkampf Kampfwaffe, das Samsung Galaxy Note 7. Und dann ziehen wir los in einer Operation Ensuring Freedom und bringen Amerika in einem kleinen militärischen Friedensinitiative die Freiheit. Und ich möchte sagen, ja, das ist eine große, eine hehre Vision. Und möchte rufen, Oshé, mach schon mal die Luftwaffe klar! Ja gut, ja, aber wir merken schon, die Luftwaffe, da hapert's. Ich glaube, die deutsche Luftwaffe, das ist ja ein Stück weit die militärische Antwort auf den Berliner Flughafen, da fliegt nichts. Das ist ja auch ganz schön, wenn ein Land so eine bodenständige Luftwaffe hat. Aber machen wir es anders. Nehmen wir was anderes. Nehmen wir die Marine, die komplette Marine, die MS Deutschland und die MS Europa. Und wir parken je ein Schiff auf jeder Seite von Amerika, eins im Pazifik, eins im Atlantik. Und dann wird das Land mit Helene Fischer und Xavier Naidoo zwangsbeschallt. Und spätestens, wenn der Amerikaner hört, dass dieser Weg kein leichter ist, dann will der da weg, dann springt er frustriert ins Meer und dann haben wir gewonnen!